Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith 184, wer von euch etwas Übles sieht, soll es mit seiner eigenen Hand ändern. Und wenn er dies nicht kann, so soll er es mit seiner Zunge verändern. Und wenn er auch dies nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und das ist das Schwächste des Glaubens. Dieser Hadith erklärt die Ebenen des Gebieten des Guten und Verbieten des Schlechten. Die erste Ebene ist mit der Hand. Was heißt mit der Hand? Also, dass du es beseitigen kannst. Wer soll das machen? Wer dazu befugt ist. Nummer eins. Und wenn man dazu befugt ist, Nummer zwei, wenn es keinen größeren Schaden bringt. Du sollst also das Schlechte nicht mit Schlechterem beseitigen. Hier wird erwähnt, dass Ibn Taymiyyah, rahimahullah, erlebte ja zur Zeit der Tataren. Die Tataren haben ja die muslimischen Gebiete angegriffen und das war ein brutales Volk. Und dann haben die einige Leute der Tataren gesehen, die Alkohol trinken. Und Ibn Taymiyyah hat nichts gesagt, ist vorbeigegangen. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, war jemand, der zum Guten gebietet, das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Da fragten ihn seine Schüler und sie sagten ihm, aber warum hast du jetzt nichts gesagt? Da sagte er, wenn sie beschäftigt sind mit dem Alkohol, ist es weniger schlimm, als wenn sie beschäftigt sind mit dem Töten der Muslime. Wenn die jetzt nicht Alkohol trinken, was machen die dann? Wenn die nach Hause gehen, die werden dann die Muslime töten. Die Tataren, das waren brutale, das waren Leute, also man erzählt, dann sind sie zu einer Person und die sagen ihm, warte mal, ich hole mein Schwert und bring dich gleich um. Die waren brutal. Und deswegen, wenn sie, es ist eine Sünde und es ist schlecht, dass sie Alkohol trinken, aber das ist ja jetzt in dieser Situation weniger schlimm als das Töten der Muslime. Das bedeutet, jemand, der das Schlechte verbieten möchte, braucht Wissen. Das heißt jetzt nicht, du musst Professor erst werden, damit du das Schlechte verbietest. Aber du brauchst Wissen, du brauchst Weisheit, berate dich, erkundige dich. Wenn du einen Fall hast, frag Leute nach, ja, ob das jetzt in der Familie ist. Ja, wir haben einen Problemfall in der Familie. Überleg mal, oder in der Moschee, da ist irgendein Problem in der Moschee. Einige gehen sofort mit Elan und fangen an zu schreien und so. Junge, so funktioniert das nicht.